Guten Morgen, wir begrüßen euch im Bruneck. Heute ist Tag 3 und es ist die kürzeste Etappe mit gerade mal knapp 2000 Höhenmeter und ungefähr 40 Kilometer. Aber ich glaube, die ist umso besser, weil uns erwartet gleich nach dem ersten Anstieg ein super Trail. Oh nein, nach St. Wiegel! Genau. Olga Müller ist dabei. Der beste Mann, er ist vorne, ich bin hinten und ich krieg ihn heute in den Trail. Boom! Warum fährst du denn mit? Bloß an der Freude, Spaß. Ah, okay. Kannst du das auch? Ich hoffe, ja. Ich kann nicht sagen, aber wir sind kein Team in dem Sinne. Geht los! The race is on, stay free of this. Und damit sind wir auf dem Uphill zur Blose. 1400 Höhenmeter am Stück. Noch ist neutralisiert, aber das macht keinen Unterschied für uns. Morgen! Wie seid ihr? Juhu! Yeah! Heute relativ kurz, mit schönem Trail. Hallo! Hallo! Du bist das erste Mal dabei. Echt? Mein Kumpel hat mich durch mich hergeschleppt. Wo seid ihr her, Jungs? Er ist aus Eschenbach, ich bin aus Altziegenrück, mitten in Franken. Wer bist du eigentlich? Wim vom Finkroy aus Belgien. Du schaust unsere Videos, habe ich gehört. Im Februar habe ich eine Woche weit zu Hause mit Corona und ich habe nicht gewusst, was Bike Transalp war. Aber mit deinen Videos anzuschauen, hat es mir Vollgas motiviert. Vollgas? Vollgas. Super. Echt geil. Danke. Ja, perfekt. Hey! Hey! Oh, jetzt haben wir den Alex wieder da, den Postboten, oder? Aus dem Schwarzwald. Moin. Läuft, bist fit? Bin fit, ja. Rücken. Sehr gut. Sonst geht's. Geht mir auch so. Dann? Ja. Zu Hause auch alles gut? Ja, ich hab Mitglied der Postbote, kommt heute zum zweiten Mal. Zum zweiten Mal? Ja. Schaut mal. Diesmal sieht man sogar das Feld vorne. Die fahren wirklich neutralisiert diesmal. Weil normal heißt neutralisiert ja eigentlich immer, dass man hinterherhetzen muss und kaum den Windschatten halten kann. Aber heute meinen sie es gut mit uns. Das ist unsere Chance. Die können nicht mehr. Wir gewinnen das Ding. Ah ja. Hey. Wer die alten Videos kennt, kennt die Truppe, Hilfe, zu viel auf einmal. Auch gut. Hi Petra, thank you for creating great content. We watch it from Holland and I'm looking forward to the stage of today. Ciao, ciao. Mittlerweile sind wir in der normalen Auffahrt Schotterstraße. Es läuft ganz gut. Da drüben wäre auch die Gondel, aber wir dürfen strampeln. Woher genau seid ihr? Die Mischung aus dem Rheinland und Bayern. Aus Bayern und aus dem Rheinland. Habt ihr Kölsch dabei, Jungs? Das schmeckt mir nicht. Mir auch nicht. Dann. Wunderschönen guten Morgen. Heute schon ein bisschen früher als dann. Ja. Hau rein. Alles gut. Na ja. Den Tag relaxed an. Steigern uns hinten raus. Top. Dann gib mal Gas. Wir waren letztes Jahr auch dabei. Und warum dieses Jahr wieder? Das ist einfach geil. Du brauchst dich 7 Tage lang um nichts anderes kümmern als Essen, Radfahren und schlafen und man ist so vollkommen raus aus dem Alltag. Muss bei der Petra mitfahren, die mag eure Lieder. Willst du sie denn auch? Die sind Block A oder B. V1 haben wir erreicht. Jiha! Julio! Er hat die Banane ja schon selber mit. Da geht irgendwas schief. Yeah! V1! Hallo, hallo! Keine Stimmung derzeit. Wie ist die Stimmung heute bei den Teilnehmern? Sehr gut. Sehr gut. Also wirklich. Petra, you messed up. I watched all your videos and now I'm here. Because of you, I'm dying. So schaut es hier gerade aus. Noch so 300 Höhenmeter. Hier rauf zum Kronplatz. Und an den Wolken sieht man aber, es quält schon wieder auf. Und da dreht man alle rauf. We come from Argentina. Wow. Far, far away. Your first time? First time. You like it? And the last. And the last. No, I like it a lot of. Da seht ihr mal, wie wunderschön es hier oben sein kann. Kein Vergleich zu gestern. Lasst uns mal noch einen Blick da runter werfen. Das ist Bruneck, da wo wir heute die Nacht verbracht haben. Hey, hallo Petra. Hallo, wie geht's dir? Gut. Mir geht's gut, danke. Super. Woher kommst du denn? Genau, ich komme aus dem Schwabenland. Ah. Ja, steht hier weg von Stuttgart.
sind nicht die einzigen Sportler hier. Da hebt gerade ein Paraglider ab und der hebt im wahrsten Sinne des Wortes ab. Noch ein paar Meter, dann ruft der Trail. Gebt euch das. Wow, wow. Und nochmals wow. Juhu. Heute etwas schöner als gestern. Ah, schaut mal, jetzt kriege ich schon Technical Support oder was? Ja, ja, genau. Ah, das ist gut. Jetzt die Mathe macht den letzten. Ah, danke. Juhu. Das ist dann wohl V2. Jetzt brauche ich euch heute schon wieder nicht. Aber es ist trotzdem schön, euch zu sehen. Geschafft. Marco. Marc. Alles gut. Und auch das Panorama auf dieser Seite. Ich kann nicht mehr reden. Egal, mega gut. Wie geht's euch? Super, perfekt. Super. Nochmal hoch. Oh nein. Uiuiui, da ist ein Kroki. Hallo Kroki, ich fahre jetzt so, damit ich dich drauf kriege. Geil, Omar. Und hier drüber. Wupp. Mega. Was für ein Blick. Und es ist gut getrocknet. Tausendmal besser, als ich gedacht hätte. Wow. Wow. Und nochmals wow. Und was ist das hier? Plattenträchtig. So. Yeah, wow, was für ein geiles Ding. Allein das Panorama entschädigt für alles, was man schon mitgemacht hat, diese 3 Tage. Und ja, es waren erst 3, 4 kommen noch. Wuhu, geilo Mann, ist das mega. Achtung, ich komme rein. Danke. Jo. Train ist noch vorbei. Ui, ui, würde ich mal sagen. Getrocknet ist von gestern. Wahnsinn. Da steht Slow. Das markiert meistens die besten Stellen in den Trails von der Transalp. Aber hier ist diesmal nicht viel. Ja, ich merke gerade, ich muss so ein bisschen aufpassen, dass ich nicht wegträume. Ich weiß aber nicht warum. Normal heißt es, man hat zu wenig gegessen. Aber eigentlich dachte ich, das wird schon passen. Oh no! Wieso habe ich immer so ein Glück, dass die Leute genau vor mir losfahren? Danke. So. Aber diesmal kann ich
mich nicht beschweren. Ich habe fast freie Fahrt. Jetzt habe ich irgendeinen Pult aufgeholt, leider. Aber gut. Danke. Achtung, links. Oh, Entschuldigung. Nichts. Ja, alles okay. So, jetzt habe ich mal ein Mädel auf dem Bild. Das kann nicht schaden. Thank you. Gas geben, auch Spaß. So ist es nicht. Yay! Mein Arsch ist noch irgendwie weh. Ja. Da blitzt. Aber diese komischen Löcher hier, so richtig springen kann man bei denen ja auch nicht. Die sind eigentlich nur im Weg. Das ist ja gemein. Autsch. Aber auch der Trail wieder wirklich, wirklich lang. Die sind relativ flach hier. Und dementsprechend endlos. Mir persönlich sind die ja ein bisschen langweilig irgendwann, muss ich zugeben. Aber fürs Rennen ist es echt perfekt. Oh, 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 die Teile tun weh, weil da nicht so der Stau entsteht. Und das ist natürlich echt ein Traum. Danke. Und jetzt haben wir einen endlosen North Shore gefunden. Naja, gut, man könnte schon fast Steg dazu sagen. Thank you! Aber hier sind gemeine Löcher drin, also wirklich, man muss immer konzentriert bleiben. Da lacht einer. Servus! Juhu! Die Hüftfreie, wir sind da, schau mal her! Okay. Danke! Das ist mal ein Empfang aus dem Trail. Halbe Stunde nur. Habt ihr das gehört? Halbe Stunde. Ja. War ein Schnaps bald. So, jetzt sind es noch ungefähr 400 Höhenmeter rauf. Nicht nur so einfach wie hier, aber das ist gerade mal schön. Boah, grandiosen Panorama. Hier vom Sweden. Wow. And you do a lot of biking? Yeah, but not in this kind of mountains. We don't have this in Sweden. So you enjoy it here? Yeah. Very good. Wie läuft's? Es läuft gut heute. Ja? Ja. Sehr gut. Richtig. Wir hatten gerade einen richtig schönen Trail bergab. Wenn du mich siehst, kann es dir nicht gut gehen. Weil ich bin das Schlusslicht. Ja. Und das willst du ja nicht sein, oder? Ich überhole dich gleich. Ah, sehr gut. No! Come on, let's go! Ja, das ist jetzt eben die Auffahrt auf den Furkelpass. Wir sind immer noch auf der Straße. Es geht jetzt aber dann irgendwann ab in den schmalen Pfad, hat geholfen. Yeah, hallo, hallo! Ja, wer das Briefing gehört hat, wusste, dass das hier kommt. Puh, aber zum Glück nur 2 Kilometer. Da ist es, das Bild. Ich weiß selber nicht, wie ich das jetzt geschafft habe. Furkelpass! Here we go again! Und ja, ich konnte den Trail fahren. Ah, besser wie schieben solche. Aber anstrengend. So, jetzt geht es eigentlich nur noch Richtung St. Vigil. Runter, dachte ich. Das sieht aber jetzt nach rauf aus. Verdammt! So, sag ich doch. Runter. Jaha. Zum Schluss.
eigentlich witzig. Eng. Oh, das ist wirklich eng. Ah, oh, danke. Ich wäre vom falsch dran. Ja, ich nehme an, dass hinter uns ist Dennis Farnes. Da hätte es mich gleich hingezogen. Da, wo die coolen Trails sind, eh klar. So, da ist jetzt wieder die Zeitnahme, aber das Ziel kommt dann erst noch. Hey! Geschafft für heute. Zeitnahme, da kommt noch jemand und ich bin nicht der Letzte. I'm not the last one! Yes! Here we go! Brazil! Ah! Die Queen ist da! Servus! Willkommen in St. Virgil. Das ist so ein bisschen schlauchartig hier. Oh! Hey, danke! Zieleinfahrt St. Virgil. Der Marc winkt schon. Das kann nichts Schlechtes bedeuten. Puh, 12.30 Uhr. Kriegst ein, der Jan ist auch noch da. Wie war's? Super, ganz gut gelaufen heute. Freut mich, perfekt. Und ich schaue jetzt mal, dass ich mein Rad loswerde, weil ohne Rad im Ziel ist immer besser als hier. Da wird schon fleißig gearbeitet. Das heißt, ich war wohl nicht Erster, aber gut, das haben wir auch nicht erwartet. Ciao, Heidi. Ciao. Daily Bags, wir haben sie gefunden. Hi, ich schaue mir den Kanal von Freeride Astra und ich bin nur wegen Peter und ihren tollen Videos bei der Transalp. Die macht das so toll. Das ist ja mal mega zu wissen. Vielen, vielen Dank. Ja, gerne. Und dir gefällt's? Ja, super. Super. Bis jetzt ein bisschen nass gestern, aber, oh ja. Oh ja. Aber sonst wirklich, gestern wirklich toll. Gestern war's hart. Da sind die Rettungssanitäter bei den Schnellen. Mhm. Ich habe die aber auch schon mal gesehen auf der Strecke. Schlechte. Beim Essen. Und dann habe ich meine Windschattenbrille verloren. Das war nämlich hinterhältig. Und dann hat er gesagt, er hält die auf, hat es aber nicht getan. Ich hab den nicht, also ich weiß nicht, wie du da meinst. Stärkung ist nah. Du bist schon wieder fleißig. Immer. Wow. So sehen wir nach einer Etappe aus. Und so die Räder, die wir netterweise beim Klaus abgeben dürfen. Jawohl, servus. Klaus, wie läuft's? Dritter gut. Tag, gut? Ja, sehr viele Bites. Ja, sehr viel. Oh ja. Cool, sehr wir lässig. Fahrer könnten es nicht sein, ne? Ja, ich glaube auch. Die Jungs machen einen mega Job an der Stelle. Vielen Dank. Ja. Schaut mal, wer auch wieder da ist. Wie war's? Mega gut. Die dopen schon wieder. Und das Schlimme ist, wenn die das machen, muss ich das auch machen. Nicht, dass die auf einmal schneller sind wie ich. Du musst mal den Roland interviewen, weil das ist wirklich, es schmeckt hervorragend. Schweißfüße wieder abgerieben. Ja. Bei uns allen natürlich. Schmeckt. Diesmal starte ich ja weiter vorne, deswegen sehen wir uns nie. Wie war's denn? Traumhaft schön. Also die Trails, die waren da wieder vom Feinsten, oder? Da musste mir das Grinsen aus dem Gesicht meißeln. So sehr, geil war das. Sehr gut, mega cool. Ja, geiler Tag, sag ich dir. Perfekt. Und morgen geht's weiter? Ja. Weißt du, wohin? Über die Berge. Über die Berge, so geht's mir auch immer. Recht hast du. Ganz besonderes, das heißt God Attack. Erklär mal, was es so ist. Kannst du es erklären? Das ist das Team, das die meisten Plätze gewonnen hatte im Klassement. Ist das gut in Deutsch schon? Ja, ich glaube schon. Also die haben quasi am meisten Plätze gut gemacht von gestern auf heute im Gesamtklassement. Und ist ja mega cool. Ihr kommt aus Holland, oder? Ja, Holland und England. Ja. Und England, ah. Ja. Ja, so. Wie heißt ihr denn? Jeroen. James. James. Sehr cool. Dann both Jays. Morgen ganz viel Spaß bei der Etappe. Dankeschön. So, ciao.